Wer Ja. raucht? Meine Fackel. Ja gut, also hat er quasi seine Aussage direkt wieder revidiert. Ja, Die nein. Also, Schweinebacke. aber ich kann trotzdem. Also im Prinzip könnte ich. Er kann sein Arbeitszimmer schon mal leerräumen. Nee. Nee. Das wird demnächst umgebaut. Aber vielleicht kriege ich ein Klappbett an die Wand. Habe ich Lena schon Ja. vorgeschlagen, dass ich mir im Arbeitszimmer ein Klappbett an die Wand hänge. Und sie, warum das? Sag ich, wenn ich die ganze Nacht zocke und aufnehme, brauche ich nicht mehr ins Schlafzimmer laufen. Da habe ich eine eigene Wohnung und ein eigenes Arbeitszimmer. Aber schon wieder den Komfort, den ich damals mit nur einem Zimmer hatte. Das ist grandios. Ich glaube, Frauen haben dafür kein Verständnis, so wie sie mich Doch. angeguckt haben. Die haben mich Wie angeguckt. so ein Auto, hm? Aber ansonsten, sag ich, ja, ansonsten ist es immer noch eine eigene Ja. Aber es Ja, da sowieso kein Verständnis. fand sie weniger geil im Prinzip, könnte man es so sagen. Ja. Ja, der vielleicht in den Hintergedanken, dass ich vielleicht doch einziehe, deswegen verneint sie das lieber. Der Tag, an dem ich sage, du Lina, die Lina ist ja eingezogen, ist der Tag, an dem man sagen wird, er wurde mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Und sie Ja. dann auch. Und Und du sie auch, dann ja. auch. Nein, nee, ich nicht. Sie. Die Oh, erwischt guck dich. mal, die Lina verteidigt dich. Wie süß. Ja. Ich hasse diese Leitern. Hast du schon eine Ripping a fade Fehlermeldung? fast Ach ja, free, try wunderbar. to break blocks Da ist with er ja. Gut, da kann ich aufhören. 55. 55 is faster impossible. VL2, VL5. Werden heute noch zum Abhorn. Lass ein Abo da. Und falls nicht, dann tu es trotzdem. Wieso? Bye, bye. Aber der war ja richtig kreativ. Ich glaube, der hat gesoffen, glaube ich, letztens. Ja, ganz Da sagen offensichtlich. sie. Gute Idee, dann eigentlich nur, wenn er gesoffen hat. Nichts gegen dich, Timo, aber du weißt es selber am besten. Er wüsste es gerne selber am besten. Er kann sich halt nicht daran erinnern. So, jetzt möchte ich da eigentlich. Jeder, der bei mir guckt, denkt, was macht der da eigentlich gerade für eine Ja, Scheiße? mal, was macht er denn? Was macht der denn für einen blöden Mist? Das sieht so dämlich dämlich aus. Ich habe keine Ahnung, was der Typ will. Ich weiß es selbst noch nicht ganz, aber ich habe einen Plan. Das ist schon mal gut raus. Man sieht noch nicht, dass ich einen Plan habe. Aber Leute, glaubt mir! Glaube mir, vertraue mir, hab einen Und dem Plan. Herrn! Nein, dem noch nicht. Dem nicht! Dem nicht! Egal wem du traust! Dem nicht! Nee. Der lügt doch. Hashtag Nächstenlüge oder was? Ja, Scheiße, der war gut. Ich der war echt nicht weiß schlecht. nicht, ob den, jetzt erst kommt. Und das nach Jahren des Zynismus. Ich glaube nicht. Shit. Das atheistischen Zynismus. Was ja am meisten Arbeit macht bei dieser Trockenlegaktion hier, ist das Abbauen dieser bekackten Wollbahn, die der Timo hier reingeklatscht hat, weil er zu blöd ist zu gucken, wie das System ist. Jetzt komm hier nicht mit System. Der kurze Moment, wo er meinte, er hilft mir beim Wollbahnen ziehen, hat eine Bahn gesetzt, die einfach 3 Block zu hoch war und dann ist er wieder gegangen. Er hat die Scheiße nicht mal wieder abgebaut. Du machst es ja jetzt. Edge. Ja. Oh. Ich habe eben lange überlegt, was ich sage, aber Edge trifft es am besten. Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Doch. Vielleicht G-Badge noch oder so. Penis. Ja, gut, aber wenn er dir dabei helfen muss. Nein, aber er hilft mir dabei. Also hier, verstehen Sie? Penis? Ja, was immer du damit sagen wolltest, ich bin voll auf deiner Seite. Hält hier. Hatschi! Gesundheit. Danke. Ha, ha, Falls das genauso witzig wie ich war. ha, Spürt man. Brüller. Und wieder Sandbahnen ziehen. Er läuft ja unter mir lang. Du rennst, glaube ich. Oder? Kann es sein? Ich? Weiß ich nicht. Niemals! Okay. Gegen Lügenpresse, Ja, Lügenpresse! da ist nur so ganz, man sieht nichts, also man sieht keinen Namen. So eine Nur, dass charmante da irgendwie, Silhouette. ja. Das könnte dann doch ich sein. Ja.
bin bekannt für meine charmante Silhouette. Ja. Viele fragen sich jetzt wieder, was macht der da für eine Scheiße? Was macht? Coole Scheiße. Absaufen. Absaufen. Ja, Mei, wo bist denn du? Absaufen. Ja, wieso machst du das? Ja, Mei hat Durst. Das reicht nicht mal. Die Welt wurde übrigens gerade gespeichert. Ich gratuliere zu diesem Ereignis. Oh, wollen wir darauf anstoßen? Gern. Hab Tee. Eistee. Eistee, lieber Eistee, du bist mir viel zu kalt. Ja, der steht schon eine Weile, der ist gar nicht mehr so kalt. Achso. Langweilig, so lang. Scheiße! Scheiße, ja, so scheiße. Das erste Wort, das den meisten Kinder lernen. Scheiße. Sein. Scheiße, warum spricht er nicht? Scheiße? Verdammt! Blau, jung, gut aussehend, verdammt intelligent, charmant und vor allem bescheiden. Was? So. Ja, passt. Ja. Wusste ich. Nur weil er Geburtstag hat, muss man nicht schleimen. Es darf ja eh keiner wissen, dass er Geburtstag hat. Ach so, okay. Verrat's niemanden. Ich habe auch extra keinen Kuchen gebacken, damit es nicht auffällt. Genau. Charmante Löwe. Ja. Jeder denkt sich, was baut der für eine Scheiße? Ich denke mich gerade selbst, was baue ich für eine Scheiße? Aber darum geht's hier doch nicht. Als ob ich jemals für jemand gewusst hätte, nein, was er tut. Nein, abends ab 20 Uhr. Schaut doch mal auf der Evo-Fotos. Na, den hat er nicht geändert. Ja, halt. Doch ein bisschen. Ein bisschen abgeändert. Er hätte sich rausstreichen können. Stimmt. Und das, Hä? Und der Satz macht keinen Sinn mehr. Ich bin gerade nicht so ganz gelegen. Hen und Voll könnten gerade beschäftigt sein. Meist abends ab 20 Uhr. Schaut doch mal auf der Ida vorbei, ob jemand baut. Ja, wenn wir beschäftigt sind, sind wir doch nicht da. Ja, er meinte, das war im letzten Satz auch so, beschäftigt auf der AIDA halt. Ja. Das ist verständlich. Aber er hat die Wochentage rausgenommen, weil das dann immer funktioniert. Mit Sonntag, Mittwoch. Obwohl jetzt, wo er nicht mehr da ist und sowieso nicht mehr mitmacht, geht's wieder mit Sonntag und Mittwoch. Komisch. Woran's wohl lag? Ja gut, nicht immer, aber immer öfter. Puh. Schön! Es ist auf der Welt zu sein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es völlig stone zu sein. Zu sein. Um dann solche Lieder schreiben zu können. Richtig. Yeah. Da sieht man schon, wer wirklich den Künstler kannte. Yeah. Einer muss ja das vorher machen. Es ist noch kein einziges Schwimmbecken fertig, aber ein Jacuzzi! Jacuzzi! Das ist fies, das sollte doch geheim bleiben. Ich hab nix gesagt. Was das? Ich wusste es. Der Kohli, was der Kohli? Vielleicht tatuiert ja jemand. Ja, ich schreib drunter, ist okay. Das wollte ich ja. Genau da. Ich weiß. Ich hasse diese Umschalttaste. Stirb, bösartige Umschalttaste. Ja, die blockiert immer die Spontanität, weil alles falsch rum ist. So, ein Jacuzzi. Jetzt brauchst du nur noch einen Russen da drin. Dann hast du einen Irkutski im Jacuzzi. Oh, scheiße. Wo er recht hat, wird's beängstigend.
Wie baue ich denn das jetzt am besten weiter? Gar nicht. Ach, haltet euer Maul. Dann frag uns nicht, wenn du die Antwort nicht hören willst. Eben. Ich rede mit mir selbst, ich kann nichts dafür, dass das Mikro an ist. Dann sag das doch davor. Achtung, okay. Achtung, die folgende Aussage ist allein für mich selbst bestimmt. Bitte schalten Sie den Ton jetzt ab und den genau. Der ist doch nicht selbstbestimmt. 35 Sekunden wieder ein. Weil ich eigentlich immer diese schönen Aufnahmen so eine Kacke mache. Fick. Ich sehe dann immer nur an Ficken. Fick. Okay, geht weiter. So, wo waren wir? Bei Ficken. Kannst du was eigentlich sagen? Mensch, wir machen hier eine Aufnahme. Jetzt ist das wieder FSK 16, die Folge. Eieiei. Ja, mehr darf ich ja nicht wegen Linchen. Ich bin schon wieder in ein Feuchtgebiet gefallen. Das war schon zu viel für sie. Ja. Wir müssen das schöner ausdrücken irgendwie. Danke. Die junge Generation, die kommt mit dem Thema nicht mehr so offen klar wie wir damals. Ja. Sind da viel verschlossener. Doch, deswegen haben die meisten ihr erstes Mal besoffen. Nüchtern draußen sich nicht. Ja, und mit 12. Ja. Aha. Na gut, so verschlossen ist unser Linchen ja nicht. Immerhin trägt sie in der Schule das Pornosekretärin-Outfit. Oh, ja. Ich vergaß, Entschuldigung. Am Vergasen tut sie auch dabei. Ja. Wenn ihr wüsstet. Was denn? Ach. Sind doch hier unter uns. Ja. Sag, was cool ist, dann umso mehr Leute hören es auch. Oh, auf keinen Fall, meine ich. Guck mal, wie sie alle schweigen. Ich bin beschäftigt. Ich auch. Ja. Ich auch. Ich mach Sand. Ich auch. Ich mach Sandstein. Ich mach beides so. Und was macht Linchen? Ich wollte uns gerade eine lustige Story Spalter. Erzählen. Spalter. Hat ja gar nichts mit Sand zu tun. Ja. Ich mach mal was anderes außer Dekoration. Benzin. Damit ich danach wieder einrichten kann. Das ist ja der Wahnsinn, Linchen! In welche Richtung komme ich jetzt hier raus? Das kann ich dir nicht sagen. Gut, ich muss Sandstein holen. Ah, ne, ich hab noch 22 Sandsteins. Sandsteins. Mehrzahl von Sandstein ist Sandstein. Okay. Wieder so ein Anruf. Ach, Kohli. Ein Festnetzanruf. Manni geht ran. Moin! Kann ich nicht, der hat seine eigene Nummer. Bei uns wird da klar getrennt. Frechheit. Ja. Finde ich nicht gut. Ja, ich krieg doch keine Anrufe, da wäre ich doch ständig genervt von seinem Gebimmel. Warte mal, dein scheiß Gebimmel geht mir auf den Sack! Alter, hol dir doch dein eigener Arschluss! Mach ich auch! Wichser! Du Back! So. Dann haben wir ein gerades Schwimmbecken und hier wird das ganz große Schwimmbecken. Natürlich habe ich es so hoch gebaut, dass ich nicht das vorhandene Wasser nutzen kann. Das hat auch was mit Intelligenz zu tun, weißt du? Welches vorhandene Wasser? Das in der AI da unten. Das ist bald weg. Das ist gut, weil dafür bin ich zu hoch. Ich bin jetzt an dir dran, zumindest mit meinen Sandbahnen. Ja gut, hier drüben muss ich erst noch anfangen. Ich bin doch auf der anderen Seite. Ja, gut, klar. Ich wollte nur sagen, ich bin dir schon wieder ein ganzes Stückchen näher gerückt. Ja, ich sehe das hier, ist der Wahnsinn. Nur die Schalträume sind immer noch gewässert. Ja, das liegt daran, dass da hinten halt der Arsch auch noch nicht fertig ist und ich deswegen in die Richtung nochmal offen gelassen habe. Nein. Ficken kannst du sagen, aber mit dem Arsch sei bitte vorsichtig. Oder, Lenchen? Ja. Muss auch ein grundlegendes Niveau halten. Ah, wo kam jetzt das Wasser her? Tschüss! Ich wollte ja eh raus, aber Arschloch. Ausgespült! Eingebaut. Mit verkehrten Treppen. Toll! Ich hatte nichts anderes in der Hand. Fällt mal wieder weg, sieht ja scheiße aus. So. Jetzt muss ich die ganze Strecke so laufen, um Sandstein zu holen. Scheiße! Ah.
Oh, dieser erfrischende innere Ruhetee beruhigt mich direkt. Das ist unglaublich, Hendrik. Erzähl mir mehr. Er beruhigt richtig von innen, außer man schüttet ihn sich über. Dann verbrennt er auch von außen. Hashtag nicht beruhigend. Aber das ist ein freischwebender Jacuzzi hier. Der ist ja toll. Ich habe von Weitem erst gedacht, es wäre ein Sprungturm. Nein, vielleicht ein Sprungturm! Ist es so eine Kombination genau. Von beidem. Wusste, ich hab was vergessen. Sprungturm. Aha, sehr gut. Habe ich ja schon erzählt, dass ich in 4 Tagen nach Ägypten fliege? Ja. Nicht in der Form. Eine Stunde. Aber. Ja. Wo es gerade ungefähr 40 Grad hatte heute. Das ist wunderschön. Mhm. Ich hatte auch schon Sonnenbrand. Wenn es dir gefällt in Ägypten, also meine Eltern sind gerade auf Malle. Na gut, da war ich letztes Jahr. Jetzt gibt es erstmal Ägypten und 2 Wochen später Bulgarien. Deswegen bist du da jetzt auf den Berg gegangen. Ach nee, das ist der Koli, wollte ich sagen. Nein, um dir den Tempel hier anzugucken. Ich wurde gerade von den ganzen Tieren hier zurückgenockt. Ich wollte eigentlich gerade wieder Lore fahren, aber das ist ja heutzutage nicht mehr möglich. Da ist ein Schwein drin. Oh, das war ich nicht. Also mit Schwein habe ich nichts zu tun. Da ist ein Liedchen drin. Ich war die Kuh, ich war das Schaf, ich war das Kaninchen. Aber Schwein. Warum bin ich nicht auf Schwein gekommen? Ich habe nochmal überlegt, was hast du vergessen? Schwein. Ah, wieder kein Schwein gehabt. Hallo Liedchen! Hallo, hallo! Wenn ich jetzt einen Bogen hätte, würde ich dich abknallen! Ja, wenn es denn funktionieren rein. Würde! Ich schieb dich, wir schaffen das! Das sind eindeutig zu viele Tiere. Nein, es kann nicht zu viele Tiere geben. Okay. Niemals. Nein, überhaupt. Auch wenn es unten im Bahnhof ein wenig knollt, es sind niemals zu viele Tiere. Oh Gott! Okay, ich steig jetzt aus, es reicht nicht. Meine Lore ist weg. Meine zweite Lore ist auch weg. Ja, deine erste richtige Karte. Na, ja, danke. Ja. Mann, du Arsch. Ich hab ne Lore. Ihr bleibt alle hier, bis ich eine Lore habe. Okay, komm, nimm die. Kommt hier niemand raus. Dann nimm deine Lore, aber lass das Schaf in Ruhe. Nee, der Text steht hier viel zu lange. Sag doch, der hat getrunken. Das ist ja nie so geniale Idee. Das will ich jetzt hier nicht öffentlich sagen, aber. Ich mach's trotzdem. Tschüss, ihr Tierchen! So eine Scheiße. Das. Oh nö! Jetzt ist gerade jedes Ei, was ich werfe, zu dem Huhn. Ich wollte einfach nur zerdeppern. Sollten eine Hühnerfarm aufmachen? Wieso? Wir haben doch so viele Hühner. Ja, aber ganz ehrlich, ich vor unzähligen Folgen schon vorgeschlagen, da hatten wir noch nicht so viele Hühner. Da brauche ich nicht sagen. Wir haben kaum noch Eichenholz und Leptosphären. Dann musst du mal fällen gehen. Schön, dass du dich freiwillig gemeldet hast. Ja, nicht jetzt. Ich mache jetzt erst mal. Ey, Eiche, Linchen haut dich um. Ja, später. Ja, Eiche, da guckst du dumm. Ah! Er hat ein Hühnchen entdeckt. Ja. Ich höre doch, dass da schon wieder eine Lore kommt. Ihr penetranten Hühner, jetzt bleibt doch mal weg hier. Da kommt das Kaninchen noch wieder. Kaninchen folgt dem Linchen. Gib's ihr! Kaninchen! Also weg! Ich schaff es! Nein! Marlin, schieb gegen! Marlin! Nein! Nochmal! Scheiße! Sag mal, was ist denn mit diesem Kaninchen? Kann das jetzt mal abhauen hier? Schieb! So, Antriebshühn von hinten. Liedchen, du hast die Lore in die andere Richtung gestummt. Ja, sie kommen jetzt gerade alle wieder auf mich zu. Ja, ich schieb sie an. Juhu! Ich aber guck drehen. Mal, der kämpft. Nein, Liedchen! Bist du blöd? Marlin! Ich komme! Ich bin der Fels in der Brandung. Zurück mit dir, du Hund! Zurück, sag ich! Ich bin runtergefallen, Entschuldigung. Toll. Ich wollte auch mal fliegen lernen. Hasse nicht. Ja, ich weiß. Denn nichts ist schöner als fliegen. Oh, noch ein Ei. Vielleicht kommt da mein Hähnchen. Nichts ist halt toll. Nichts ist toll? Ja, ist ja sogar schöner als fliegen.
Achso, ich verstehe. Na ja, Schwert. Da unten steht die Querulantin, die mich eben aufgehalten hat. Querulantin. Querulantin. Alter, was ist denn hier mit den Tieren los? Ich habe gerade rohes Hammelfleisch aufgesammelt, weil das Schaf gestorben ist. Aufgesammelt. Du hast das, das Schaf zersemmelt. Zwischen den Loren wurde gerade das Schaf zerdrückt, ja.